So, neuer Kettensatz ist da für die C4. Ist irgendwie immer wieder schön. Kann ich gar nicht erklären, einen neuen Kettensatz zu haben. Naja, wie auch immer. Ist eine DIT-Kette mit Standard-Rätsel, Standard-Kettenrad. Bestelle ich immer alles bei Kettenmax. Also ist jetzt keine Werbung. Natürlich nicht. Bestelle ich halt immer da, weil es für mich irgendwie am bequemsten ist. Preise sind ein bisschen hochgegangen. Beim letzten Mal habe ich glaube eine 80 Euro bezahlt, jetzt sind es 106 gewesen. Naja, auf jeden Fall kommen erstmal ein paar Sachen ab. Der Schalthebel, die, ja, wie nennt man das? Ritzelabdeckung. Letztes Mal ist hier unten das Gewinde kaputt gegangen. Da muss ich mir mal irgendwie was einfallen lassen. Ob ich da irgendwas reinsetze, Helikeule oder irgendwas. Da habe ich erstens keinen da und weiß zweitens nicht, wie es funktioniert. Überlege ich mir noch. Ist jetzt nicht ganz so tragisch, dass das da drin fehlt. Aber weil ich gerade drüber rede, ob der TÜV was dazu sagt, wenn dort unten eine Schraube fehlt, ob dem das auffällt. Ist das TÜV-relevant, wenn eine Schraube fehlt? Naja, erstmal die Kette wechseln. So, ab. Naja, mache ich mir hinterher Gedanken. So, naja, alles ziemlich wackelig. Schaltwelle wackelt, aber sifft zumindest nirgendwo raus. Kettenschutz ab. Ah, ist da noch eine Schraube dran. Stimmt ja. So, Kettenschutz ab. Lockern, Stoßdämpfer, Abschwinge raus. So, Achse raus. Noch gut gefettet. Nehmen wir erstmal das Hinterrad raus, mal die Kette abheben. Diese alte versiffte Kette. Aufpassen, dass die Distanzstücken hier dazwischen mitkommen, die irgendwo verloren gehen. Das sind auch sehr unterschiedliche für beide Seiten, dass die nicht verwechselt werden. Ich habe auch hier mit dem Draht die Bremse ein bisschen hochgebunden. Ich mag das nicht, wenn die dann so runterklatscht. Ach, noch vergessen. Ich muss ja die Bremsankerschrauben noch lockern. Genau, so, an die Schraube kommt man dann ganz schlecht ran. Ich werde wahrscheinlich die Schwinge nicht komplett ausbauen, sondern die nur nach vorne abklappen, dass wir dort die Kette drüber ziehen können. Da muss dann auch der Stoßdämpfer hier unten ab, aber hier kommt man halt nie ran. Auspuff ausbauen werde ich mit Sicherheit nie. Jetzt wäre es doch fast schief gegangen. Das passiert halt, wenn man, ja, in der letzten Zeit habe ich halt viel an der Honda gemacht. Die hat einen Hauptständer, da denkt man über sowas nicht nach. Aber die C4 hat ja nun mal keinen Hauptständer. Und wenn ich das Hinterrad ausbaue, beziehungsweise die Schwinge ausbauen will, geht das ja nicht, weil die ja auf dem Heber steht. Also muss ich das ganze Konstrukt erstmal an die Decke hängen. Ja, das habe ich jetzt gemacht. Da gibt es ja eine schöne Bohrung. Also kann man was durchstecken.
und das an Spanngurten aufgehangen. Und bevor ich jetzt das Motorrad an die Decke hänge, werde ich erstmal die Schwinge lösen, weil die ist doch ganz schön fest. Ich habe da mein altes Standrohr von der Honda als Verlängerung. Das geht ziemlich gut für solche Sachen. Naja, geht ganz schön schwer. So sieht es auf der anderen Seite aus. Große Ratsche, beziehungsweise ein alter Drehmomentschlüssel. Haben wir auf die andere Seite eine Gegenhalterung gebaut. Dann mal gleich den Stoßdämpfer locker schrauben. Sechser. Das ist das Blech, mit dem das Ritzel verriegelt wird. Und das ist schon extrem abgenutzt. Da sind die Zähne, wie soll ich sagen, abgearbeitet. Ich weiß nicht, ob man das hier sieht, hier unten. Die sind nicht mehr vollständig vorhanden. Und da habe ich mir ein neues Blech bestellt mit, wo die Zähne alle vorhanden sind. Das hätte viel früher schon mal mitgewechselt werden müssen. Tja, leider nie gemacht. Jetzt ist leider auch die Antriebswelle, hat auch ein paar kleine Schäden davon getragen. Ich weiß jetzt nicht, wie gut man das sieht. Hier sind auch die Verzahnung hat hier an den Ecken auch schon ein paar Treffer gekriegt. Weil sich das Kettenrad immer minimal bewegt und durch das kaputte Halteblech die Zähne immer schlechter sich immer mehr einarbeiten. Vielleicht sieht man es, wenn man das dreht, hier diese blanken Stellen, das ist auf der Seite auch. Und so kommt dann das Blech drauf, wird verdreht und ist dann verriegelt. Naja, das Neue ist auf jeden Fall besser als das Alte. Und wird jetzt auch wieder eine Weile halten. Das mit der Antriebswelle, denke, das wird auch schon gehen. Ich meine, hat 50 PS, ist jetzt keine Hochleistungsmaschine. Geht schon. So, ich mache jetzt wieder hier ein bisschen sauber mit Diesel. Geht am besten zum Kettenfettlösen, hat sich gut bewährt. Greift jetzt keine Dichtung an. Die Kette sauber machen bringt jetzt natürlich nichts mehr. Also mache ich das auch nicht. Diese große Reinigungsaktion, die hatte ich ja in dem Honda-Video mal. Wo der ein oder andere sich dann ein bisschen belustigt zeigt. Aber naja. Ah, das ist immer eklig, diese ganze Dreckecke hier unten. So, Unboxing. Schöne neue Kette. Haben wir das Kettenrad. Rätsel, Blech. Und die schöne neue Kette. Ach, herrlich. Schöne neue Kette. Ich nehme immer endlos Ketten, weil ich ja die Schwinge ausbaue. Und ich sowieso kein Nietwerkzeug habe und auch keine Ahnung von dem Nieten habe und mir das zu unsicher ist. Deswegen mache ich halt den längeren Weg. Naja. So, das alte Kettenrad muss runter. Boah. Geht aber nicht. Mann, das ist ja schon wieder ganz schön feste. Ich weiß gar nicht, mit wie vielen Newtonmeter die fest sind. Ich glaube, mit ein paar 80 oder so. Jetzt könnte man gleich noch hier die Antriebsdruckdämpfer kontrollieren. Aber die habe ich mal neu gemacht. Den Träger nehme ich jetzt mal raus. Was soll da passieren? Die sollten in Ordnung sein.
oder? Geht leicht raus. Ja, geht leicht raus. Ja. Das sieht alles gut aus. Gut. So, das neue Kettenrad. Ich habe gerade mal geguckt im Buch. Da schreiben die, setzen Sie das Kettenrad drauf mit der eingeschlagenen Markierung nach außen. Hier sind ja irgendwelche Nummern eingeschlagen eben. Keine Ahnung, ob das für die auch gilt oder ob das nur für die Originalräder gilt. Ich kann hier keinen Unterschied zwischen innen und außen erkennen. Keine Ahnung. Ich mache auf jeden Fall die Zahlen nach draußen. Und die Schrauben, die Muttern werden mit 74 Newtonmeter angezogen. So, ich mache das auch über Kreuz. So, jetzt 74. Boah. So, fest. Der große Moment, dass die Schlinge rauskommt. So. Jetzt hängt er an der Decke. Den nehmen wir erstmal weg. Schwingachse raus. Mensch, das geht schwer bei der. Was geht denn das so schwer? Liegt das noch irgendwo? Geht nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Ich nehme jetzt erstmal hier den Schluss dann voraus. Also, wenn das geht. Aber, oh, da hängt er auch fest. Was ist denn das?
Jetzt. Was haben wir hier noch? Noch eine Feder. Und Bremslichtschalter. So, jetzt hängt die Schwinge nur am seidenen Faden. Also, dass das doch so eine Operation wird, das hatte ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm. Das ist doof. Aber nichts zu ändern. Kettenschleifer sieht auch noch gut aus. So, schon mal aufs Kettenrad gelegt. Abgefedert. Ja, vorne durchgefädelt. Wieso passt denn das nie? Jetzt. So, vorne ist er drauf. So, jetzt fädelt man das gleich hier ein. Ich hoffe, das gelingt gleich beim ersten Mal. Schwinge ist ziemlich drin. Bevor wir das da drüben festmachen, bevor wir die Schwinge festmachen, müssen wir erstmal drüben den Bolzen wieder reinmachen. Also, das ist ja im Vergleich zur Honda wirklich ein bisschen tricky. So, jetzt hängt sie erstmal wieder drauf. Erstmal die Hände sauber machen. Ich hatte vergessen, die Kamera anzumachen. Tja, jetzt ist auf jeden Fall die Kette und die Schwinge drin. Und jetzt kommt das Hinterrad noch rein. So, die Hinterachse leicht einfetten. Habe ich mit der Schwingachse hoch gemacht. Das ist ja Korrosionsschutz. So, legen wir erstmal hin. Hier muss noch das Distanzstück drauf. Zack. Genau. So. Bremse. Bremse wieder runter. Am besten gleich in die Höhe, wie wir es brauchen. Jetzt müssen wir noch die Bremse einfädeln. Naja, war ja wieder klar, die Hülsen fliegen da raus. So, Bremse drauf. Müssen wir das bloß noch hochziehen, die Achse entfernen.
die Scheiße. So, jetzt kommt das Ritzelblech drauf. Zack. Na, vielleicht zeige ich es doch mal von nah. Ja, wird also drauf gesetzt und wird dann verdreht, bis die Löcher fluchten. Das gucke ich gerade. Ja, das. Die Antriebswelle ist ganz schön ausgeschlagen. Das ist ärgerlich. Ich mache mal mittelfest Schraubensicherung drauf. Sicher ist sicher. So, mit 10 Newtonmeter sollen die angezogen werden. Das ist es schon. Hinterachse habe ich schon angezogen, 88 Newtonmeter. Jetzt stellen wir die Kette noch ein auf 35 bis 40. Da guckt der TÜVer ja genau drauf. So, moin. War gestern ein bisschen abrupt zu Ende das Video. Sie ist fertig. Blinkt und glitzert wie eine Bordelltür. Ja, gestern Kette eingebaut. Alles. Ich habe da noch ein bisschen Gabelöl vorne reingemacht. Das habe ich mir schon länger vorgenommen. Das war eine ziemlich nervige Sache. Ich habe die Gabel eingebaut gelassen, mache ich nie wieder. Das ist alles Murks. Ich habe jeweils noch ein paar Tropfen reingemacht, dass die Gabel etwas härter wird. Genau, so. Bremse, gehen wir mal hin. Über Nacht hat sich der Druckpunkt erheblich verbessert. Der ist jetzt wirklich sehr gut. Und ich würde sogar sagen, der ist besser als vorher. Also die Bremsflüssigkeit, die durch das Durchpumpen ein bisschen aufgeschäumt ist, die ja, beruhigt sich dann und jetzt ist der Druck ordentlich da. Gut, das war's. Wir haben Pfingsten. Bis das Video rauskommt, ist Pfingsten vorbei. Trotzdem, für nächstes Jahr, schöne Pfingsten. Ciao.